Fuck, was mache ich jetzt hier, hä? Komm schon. Was kommt davon, wenn man Träume hat? Nein! Das ist immer das Gleiche. Hä? Tränen und Ernüchterung. Glaub mir, es ist besser, gelöscht zu werden und nicht zu fühlen. Was für? Kein Schmerz mehr. Und keine falsche... Alter, komm, ich hab doch die Füße frei, tritt den halt wenigstens. Ich beneide dich fast. Oh, arme Kleine. Speicherschaden, fuck. Oh, deine Mami scheint dich gar nicht zu erkennen, ha? Deine Mami hat dich wohl komplett vergessen. Kara, was ist mit dir passiert? Okay, das reicht jetzt. Komm schon. Alter. Du beißt mich? Sei froh, dass ich dich nicht beiße. Ich mein Nieren bei, du kleines Mist. Alter, come on, ist das dein Ernst oder was? Wir treffen uns im Wohnzimmer. Was für wir treffen uns im Wohnzimmer? Ja, ach was! Was glaubst du, was ich jetzt in 5 Minuten tue? Ich krieg einen Ausraster. Ich sag doch, sie hat die Füße frei. Warum tut sie denn nichts, Alter? Das hat original gar nichts gebracht. Ehre. Ey, fuck! Komm schon! Das bringt doch alles nichts. Was? Ja, ja, finde nicht zur Flucht. Ach was. Guess what? Ein kurzes Verursachen. Ja, aber wie? Alter, habe ich jetzt echt ein Zeitlimit hier? Scheiße! Hä? Ich sehe nichts, Alter. Da! Okay, verstehe. Das grüne Kabel, das grüne. Komm schon. Ja! Jetzt ziehen. Hat's funktioniert? Ja. Komm schon. Yes! Okay, komm. Alter. Come on. Yes! Okay. Jetzt bitte sagt mir, dass noch nicht zu viel passiert ist. Es hieß ja immer noch nur vorbereiten. Es wurde ja noch nicht durchgeführt, ne? Yes! Ja, Mann! Jetzt lege ich dich um, du Bastard. Komm her, Alter. Kann ich hier irgendwo eine Waffe finden? Du blöde Missgeburt, Alter. Ich würde hier erstmal alles zerschlagen, damit er es nie wieder tut. Und danach würde ich hier irgendwas suchen, was wie eine Waffe aussieht. Aber scheinbar nicht so viel Auswahl zu haben. Come on. Kann ich schleichen oder so? Nein? Okay, gut. Also, nicht gut, aber... Moment. Nein. Alter. Ja, klar, mach. Du müsstest schließlich auf unserer Seite sein. Auf geht's. Auf, Jungs, kommt mit. Wir machen ihn kalt. Nein. Was? Das darf nicht passieren. Was? Nein. Ernsthaft jetzt? Er spielt gerne mit uns. Er schafft Monster. Vergnügen. Doch wer ist hier das Monster? Schau, was er getan hat. Der Fuck, Alter. Ja, dann lass ihn umlegen, auf. Hä? Warum? Hä? Wieso kommt ihr jetzt nicht mit? Dann halt nicht, Alter. Weißt du, dann halt nicht. Wer nicht will, der hat schon. Mir auch egal.
Kranker Bastard. Oh, Moment! Was ist das? Nee, okay. Auch keine Waffe. Schade. Ernsthaft mal, die anderen hätten uns doch helfen können. Was soll die Scheiße? Die müssten den noch mehr hassen als alle anderen. Luther? Ja, Slatko. Ich bin hier in knapp 10 Minuten fertig. Dann sehe ich mir die Kleine an und schau, was ich mit dir mache. Aha. Verstanden. Hättest du gerne. Okay, ich könnte scheinbar ohne Alice abhauen? Auf gar keinen Fall. Gar Slatko, keine Option. Ich bringe Ihnen die Kleine in 10 Minuten. Okay, Slatko, der Fuzzi ist hochgegangen. Wir haben echt einen Timer von jetzt echten 10 Minuten. Ach du Scheiße. Okay, der Arsch ist hochgegangen, das heißt, irgendwo da oben muss auch Alice sein. Okay. Aber wo? Die Sache ist, glaube ich, möchte dem Dicken nicht in die Finger geraten, weil der ist mit Sicherheit ein ganz klein bisschen stärker als ich. Ja. Oh, ich hätte ganz gerne mal irgendwas, was als Waffe taugt. Oder wenigstens als Ablenkungsmanöver oder was auch immer. Hier ist ja gar nichts. Das kann es doch jetzt nicht sein. Was ist das für eine Riesenbude hier? Warte mal, was zum Teufel ist denn? Hi. Aha. Oh Gott. Was machst du hier? Hat dir der Meister erlaubt, herzukommen? Ja, hat er. Du musst dem Meister immer gehorchen. Ach, halt's Maul. Du musst gehorchen. Du darfst hier nicht sein. Rasierklinge oder sowas? Nein. Ach, halt's Maul. Nein. Was machst du da? Du tust mir doch nicht weh. Nein. Nein. Nein, das tust du nicht. Ich suche ein kleines Mädchen. Hast du sie gesehen? Ein kleines Mädchen? Nein, nein, nein. Hab's nicht gesehen. Was heißt handeln? Wirst du still sein, wenn ich dich loslasse? Ja, ja. Versprochen, ich bin still. Schalt mich nicht aus. Nein. Nein, natürlich nicht. Jetzt. Nein! Oder warte, ignoriert mich der Dicke? Also ich bin jetzt da vorne rein und bin... Oh. Was zum Teufel? Was macht der denn da? Hä, wo kam ich hier? Wo bin ich denn jetzt? Kann ich jetzt hier an dem vorbeilaufen? Nein, oder? Doch, oder? Oder auch nicht. Es tut mir leid. Wegen der Kleinen. Hä? Was will er mir damit sagen? Wieso verrät er mich nicht? Was ist seine Aufgabe? Hey, ich verstehe das nicht. Was zum Teufel ist mit dem? Ah, Schlafzimmer. Waffe! Mitnehmen, 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 mitnehmen. Ja, definitiv mitnehmen. Okay. Sie ist nicht geladen. Oh, Scheiße! Was für nicht geladen, Alter! Der hat hier locker irgendwo Munition. Komm, 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 komm. Der hat hier locker irgendwo Munition. Erzähl mir doch nichts. Was für Zeitung lesen, Alter! Dritte Weltkrieg, dies, das, Ananas. Ist mir alles egal. Ist mir komplett egal. Keine Zeit für den Scheiß. Da unterm Bett, unterm Bett, unterm Bett. Ne, die Kiste da. Kann ich nicht aufmachen? Ernsthaft, jetzt kriege ich hier keine Munition? Laber doch nicht. Bullshit. Bin ich jetzt wieder hier unten? Nee, was? Nee, in irgendeinem anderen Zimmer bin ich jetzt. Alter, wir haben nur 6 Minuten. Was? Was, 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 was? Überprüfen? Wie überprüfen? Ja, Feuer. Schön. Und jetzt? Hä? Was? Mann, ich hab nicht so viel Zeit für die Scheiße. Beweg dich, Alter. Anfall. Was ist da hinten? Einschalten? Was ist das? Als ob du jetzt wieder anguckst. Geh weiter! Ich werd wahnsinnig. Alter. Warte. Da ist noch eine Sache, die... Nee, warte. Hä? Von wo? Ach, egal. Scheiße. Geh weiter.
Ey, fuck! Wo ist sie denn? Moment, was haben wir jetzt hier noch so? Ah, das ist okay. Ich bin jetzt quasi noch ganz hinten. Dann muss sie doch jetzt hier sein. Ich habe doch alles andere Zimmer jetzt durch. Yes! Vergessen. Es tut mir so leid. Du hattest recht, wir hätten nie herkommen sollen. Ja, ach was? Wir müssen weg. Du musst mir folgen und ganz leise sein, okay? Ja toll, und wo gehe ich jetzt lang? Vor allem, wir haben nur noch 5 Minuten, dann kommt der Dicke und will Alice holen. Das heißt, spätestens dann fällt's auf. Weil ich meine, gut, ich laufe jetzt an den... Ja, Slatko. Ich bin hier fertig. Hol jetzt die Kleinen. Hä? Sofort, Slatko. Okay, verstehe. Verstanden. Wir sollen jetzt über die verschiedenen Zimmer zurück abhauen. Okay. Nein, wir gehen weiter. In die anderen Zimmer. Zum Schlafzimmer. Slatko! Was? Die Kleine ist weg! Okay, Sie kann ja nicht verschwunden sein. Nee, nicht zum Korridor. Sie muss hier irgendwo sein. Worauf wartest du noch? Such sie! Okay, fuck. Geh da rein. Scheiße. Wo sind sie? Hä? Lufa! Finde sie! Verdammt nochmal! Verdammter Android. Ich hätte ihn direkt auseinandernehmen sollen. Oh, der holt die Waffe. Abweichler, die machen nichts als Ärger. Bitte sag mir, dass die Munition nicht hier im Schrank ist. Okay. Aber wohin jetzt? Alter Shit, der hat die Waffe. Ich folge ihm jetzt erstmal. Ich glaube nicht, dass er denkt, dass wir hier rauskommen. Ja. Nein! Du gehorchst dem Meister nicht. Halt aufs Maul! Du gehorchst dem Meister nicht. Ich kann das nicht zulassen. Ist das ein... Ich muss ihn warnen. Ja. Komm, shut the fuck up, Alter. Ernsthaft. Halt die Schnauze, Mann. Hab dir gesagt, du sollst das Maul halten. Auf jetzt, weiter. Hätten wir wahrscheinlich nicht machen müssen, aber egal. Keine Ahnung. Komm. Abmarsch. Wir dürfen nicht anhalten. Ja, das Kind auch noch schön verstört. Sehr stabil. Ich habe wahrscheinlich wieder den schlechtesten Weg genommen, den man nur wählen konnte. Ich weiß, dass du da bist, Miststück. Komm raus. Hol die Taschenlampe. Sie liegt auf dem Tisch. Oh Gott. Komm schon, komm raus. Hey, ich werde dir nichts tun. Ich möchte nur mit dir reden. Ich hätte deinen Speicher nicht löschen dürfen, okay? Das tut mir jetzt leid. Wo soll ich hin? Komm da raus und alles kommt in Ordnung. Ich helfe euch. Denk an das kleine Mädchen. Die hat bestimmt an. Ja. Nein! Wow! Nein! Komm schon! Lass sie in Ruhe! Sie sind da drüben! Oh! Du kranker Bastard! Wie viel Munition hat das Ding, Alter? Der hat doch da locker nur 2 Schüsse drin normalerweise. Ja, Tür! Lauf doch! Vor der Tür! Nicht schon wieder! Nicht schon wieder! Okay, man ist der Typ fucking lahm. Ja, das wird ihn locker aufhalten, ne? Ist klar. Komm schon. Okay. Komm. Nein, komm schon! Lauf, Alice! Nein, ich bleib bei dir! Lauf so schnell du kannst! Beweg dich doch einfach in der Zeit, die ihr das ausdiskutiert habt, dann werdet ihr beide weg!
Du warst gewarnt. Träume enden immer in Tränen. Du hättest auf mich hören sollen. Was machst du denn? Ehrenmann. Geh mir aus dem Weg. Komm schon, du kannst ihn kalt machen. Du bist 10-mal so groß wie der und 10-mal so stark. Geh mir aus dem Weg oder ich schieße durch dich durch. Ja, Mann! Wie kannst du es wagen? Ja, es war doch gut, dich zu befreien. Yes! Okay, nicht alles richtig gemacht, aber immerhin ein bisschen was. Habt euch rausgelassen. Gern geschehen, du Missgeburt. Lasst mich in Ruhe! Wie wär's, wenn wir jetzt einfach gehen? Ich bin euer Meister! Ich bin euer Meister! Danke, Mann. Auf, komm mit. Ich wollte dir nichts tun. Er hat mich auf Gehorsam programmiert. Hat scheinbar nicht funktioniert. Als ich sah, wie die Kleine ihr Leben für dich riskiert, war es, als öffnete ich meine Augen zum ersten Mal. Endlich konnte ich sehen. Ich glaube, das war sehr wichtig, wie wir die Entscheidung vorher getroffen haben an der Stelle hier. Ich weiß, du vertraust mir nach all dem sicher nicht mehr. Doch, ehrlich gesagt tue ich das. Ehrlich gesagt tue ich das. Ich kenne jemanden, der euch über die Grenze bringt. Ich könnte euch hinbringen. Ich könnte euch beschützen. Dich und die Kleine. Mhm. Okay. Jawohl. Ich vertraue dir. Ich hatte solche Angst, dich zu verlieren. Ja. Oder beide gleich. Alter. Flucht aus dem Haus, Errungenschaft. Alles klar, Mann. Das war das erste Mal, wo ich mir sicher bin, dass man definitiv hätte verrecken können. Ach du Scheiße. Jo, was? Ach, was zum Teufel? Was gab's denn hier alles wieder? Oh mein Gott, ey. Also musste man. Man musste ihm auch in den Keller folgen, man musste auch in die Maschine. Ja, okay. Alles klar. Wird zurückgesetzt, ja, musste man auch. Vor dem Reset entkommen. Man hätte resettet werden können. Oh, scheiße, ey. Glück gehabt. Ich möchte direkt mal die Prozente sehen. Alter, 41%? Was? 41% haben die Reset erreicht? Ach du Scheiße. Ja gut, bei uns war es auch knapp, ne? Wir waren schon bei 70%, glaube ich. 98% haben die Monster befreit. Okay, krass. Durch Haus schleichen, ja klar. Lagerraum betreten, ja, da gab es noch irgendwas, okay. Badezimmer dreht das laut, ja. Wir haben ihn dann noch verschont, ja. Da gibt es keine Prozente zu, interessant. Arktische Spannungen lesen. Pff, am Arsch, Alter. Okay, das hier unten wäre alles passiert, wenn man hätte den Reset gemacht hätte. Wahrscheinlich hätte dann Kara zwar sich auch befreit, aber keine Erinnerung mehr gehabt, was sie da eigentlich tut. Oder sie wäre ins Wohnzimmer gegangen zum anderen Androiden. Vielleicht wäre dann irgendwie noch was passiert. Weird, okay. So, im Endeffekt landet man aber auf jeden Fall immer dann bei nach Alice suchen. Okay, also man wäre immer wieder zu Alice zurückgekommen. Man hätte sie nicht da lassen können oder da vergessen jedenfalls. Selbst mit dem Reset. Interessant. Kamin versuchen hat halt gar nichts gebracht. Weiß nicht, wie sie so. Fernseher hat auch, also was auch immer mir das gebracht hat. Leere Schrotflinte, ja gut, vielleicht hätte man da Munition finden können. I don't know. Wir haben Alice gefunden. 99% haben Alice gefunden. Ja, und was haben die anderen 1%? An der Stelle geht's doch nicht anders weiter. Haben die das Spiel abgebrochen oder was? Luffa geht, um Alice zu holen. Ja, großen Raum treten. Ja. So, dann sind wir ins Schlafzimmer. Im Schrank versteckt. Ja, durch den Korridor. Ja, Badezimmer. Badezimmer war actually, glaube ich, eine ziemlich dumme Idee, weil wir wussten, dass der Android da ist. Wir wussten, dass wir ihn nicht umgelegt haben. Und wir wussten, dass der wahrscheinlich nicht das Maul hält. Badezimmer war eine dumme Idee. Ja, tatsächlich. Lagerraum, Badezimmer-Android, alarmiert Slutko, ja, und dann haben wir ihn umgelegt, ja, okay. Ja, das war eine dumme Idee. Durch Lagerraum schleichen und dann wurden wir entdeckt, das war halt Kacke. Jagd begonnen, Kara erreicht die Treppe, fliehen in den Hof. Okay, man hätte wahrscheinlich jetzt hier an der Stelle draufgehen können, nehme ich an.
Slutko holt auf, Monster greifen an. Und im Endeffekt stößt Lufa zu uns. Und das ist das Ende, was 98% der Spiele hier erreicht haben. Wow, okay. Alter, was ein Kapitel, Mann.